Da will ich doch was haben. Autogas habe ich noch vergessen. Autogas kostet 91,9, also 91 Cent. Und AdBlue wird mit 56,9 gehandelt. Ja, 56 Cent. Und Kühlwasser wird wieder mal angezeigt. Das ist schön, das gefällt mir. Mal so lassen. SZ, Salzgitter. Erster. So, so kann ich nicht mehr. Kaffee haben sie keinen gehabt. Aber ist auch egal. So, so, so teuer ist Kaffee. Hab ich mir Schokolade geholt. Schokotrink. Wäre ich vom glücklichen Kühl. Moment. Weil er gerade so schön schnell ist, 89. Und Bremsen bei 92, natürlich. Willkommen in der Rhön. Bayerische Staatsbahn Bad Brückenau. Natürlich. Baustelle 2 Kilometer. Ja, jetzt haben wir über die Brücke, über die neue. Wir fahren wahrscheinlich über die alte noch. Oder? Fahren wir über die neue schon? Bad Brückenau, Wildfleck. Jossa. Jossa, Bischofsheim, Wildflecken, Bad Brückenau, Bischofsheim ist recht mehr diese Richtung da drüben. Bischofsheim. In der Rhön. Kreuzberg, kann man schön Schlitten fahren. Gibt es auch einen Seilzug. Ja, so ein Skilift meine ich natürlich. Seilzug. Ja, ja, ich will da neben der Kante heute. Aber Schnee ist hier nicht. Dafür ist es zu warm. Zu warm gewesen in der letzten Zeit. Mit weißer Weihnachten, naja, dann war wohl nichts. Vielleicht nächstes Jahr. Natürlich. Vielleicht. Vielleicht lernt der Papst auch mal Skifahren. Oder das Wedeln auf seinen päpstlichen Arsch. Wird von seinen Engeln an allen Vieren davon getragen. Natürlich. Warum nicht? Vielleicht reitet der Papst auch auf den Arche, auf seinen Archezossen. Hansi zum Beispiel oder Wieselchen. Wieselchen ist ein gutes Pferd. Guter Esel meine ich natürlich. Pferd kann man das eigentlich auch nicht nennen. Das ist eher ein Esel als ein Pferd. Das ist eher eine Wildsau als ein Pferd, ein Esel. Wildsau. Wildsau ist besser, genau. Ja.
guck, Auffangbehälter brauchen sie wieder mal jede Menge. Blöd mit P. Paula, nicht blöd mit B. Bertha. Plötzlich ist es Nacht geworden. Nein, 60, wolltest du mich verarschen hier? Wir müssten jetzt eigentlich und rein theoretisch nach den gelben Linien fahren. Sobald die gelben Linien auftauchen auf der Autobahn, sind die gelben so befahren. Dann bleibt aber für den Autofahren auf der linken Spur weniger Platz. Autofahrer, die sich an die Verkehrsregeln halten, das sieht man auch nicht alle Tage. Falls ihr euch beschwert, vor mir ist ein Autofahrer, der schleicht hier gerade. Sonst würde ich hier nämlich mit 90 drüber blasen. Na? Wenn ihr eure Augen aufmacht, seht ihr vor mir, das ist ein Auto aus Kissingen. Komm, beweg deinen Arsch mit deinem Poppel hier. Komm, auf, zack, 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 zack. Von mir aus steigt aus und schiebt. Überholt mich und fängt dann an zu schleichen. Ich will mal ganz ehrlich was sagen, es geht mir so dermaßen am Arsch vorbei, ob du hier mit 80 entlang schwuppen möchtest oder nicht, es ist mir wurscht. Ich habe für deine Schätze gar keine Zeit, wenn du mich überholen willst, ist alles schön und gut, dann gib Gas mit einer Hurbel. Mir wurscht, da steht ein Schild Überholverbot für mich. Interessiert mich nicht. Ich bin auf der Arbeit, nicht auf der Flucht, aber trotzdem. Man kann es auch übertreiben. Nicht wahr? Oh, schaut so aus. Was sind 80 km/h? Da kann man auch 90 fahren. Guck mal, Aalen. Da kommt das Aalen, nicht aus Aachen. Aachen ist 80. Fürth, bei Nürnberg. Nürnberg. Oh, Jaguar aus Heilbronn. Nein, ist das. Naja, Jaguar eben. Ist nicht mein Auto. Mein Auto ist der BMW Hurricane. Schönes Auto übrigens. Und wie soll es auch anders sein? Jawohl, der Lamborghini Aventador. LP 700 eigentlich. Ja. Das ist ein schönes Auto. Der Hurricane übrigens auch. Es müsste ein M5, glaube ich, sein. M5 ist es. Ist ja noch, falls es M3 gibt. Das ist ein Traumauto. Es wird auch ein Traumauto bleiben, weil ich es mir nicht kaufen möchte. Ich will es eigentlich gar nicht. Ich weiß ja wohin damit, ich habe schon so viele Autos auf dem Hof stehen. Ja. Ich weiß nicht wohin damit. Ich habe jetzt erst ein S600 daheim stehen gehabt. Im Duetta hatte ich daheim. Allerdings ein Viertürer. Aber kein SDI. Das war die normale Ausführung. Die ganz stinknormale. Der fährt immer noch 80. Ich pack das nicht. Das ist fast so wie der Autofahrer letzte Woche, der mit dem Downhill hinten reingekrochen ist. Auflicher. Da spiele ich da auf die A5 ab, glaube ich, ist da oben. Ne? Die A5. Und dann fährt er plötzlich wieder runter von der Autobahn. Er hat sich dann anders entschieden, ist von der Einfahrt zur Autobahn wieder rüber und mir bin ich näher geschlichen. Wo ich noch gesagt habe, das ist der Autofahrer. Der fährt jetzt Richtung Frankfurt runter.
Und dann hing er mir plötzlich wieder am Arsch. Die haben da, ist das eine Kamera? Da hängt an dem Schild hängt eine Kamera. Man benutze, man nehme mit einen Schraubenzieher und einen Seitenschneider. Mit der Schraube. Schraubenzieher, schraubt man die Kamera ab und dann trennt man das Kabel seitlich mal da durch. Das ist ein kleiner Tipp. Hat mir eine schöne Kamera zu Hause. Und das ist völlig kostenlos. Wurstbrett kostet. Hier in der Tanke auch, weil die hat den Schnappverschluss. Klack. Kabel hat machen. Klick. Einstecken. Ich weiß noch nichts. Mein Name ist Bunny. Oh, er holt auf, der Autofahrer. Er kann dann ab Gas geben. So, die Runde schalte ich jetzt mal aus. Brauchen wir nicht mehr. Das ist wie beim U-Boot, Alarmstufe rot, damit es sich einschalten kann. Kann ich das oben ausschalten? So hell draußen. Rico, ciao, mein Opel aus Kissingen. Ja, mein Schatz. Ich verstehe die Fahrer, die Autofahrer manchmal nicht. Erst überholen und dann die Eisen schalten. Um durch die Baustelle mit 60 zu kriechen. Willkommen in Hessen. Servus. Hallo. Jawohl, ich liebe Hessen. Ich mag keine Politiker aus Hessen, aber ich mag die Hessen. Ich mag auch die Niedersachsen. Ich mag auch die Österreicher. Die Niederländer mag ich auch, die Engländer vielleicht ein bisschen, so ein kleines bisschen. So ein kleines bisschen, die Engländer. Die haben schon ein bisschen eine Macke, aber schwarzer Humor und so, das ist irgendwie, ja. Die haben es, nee, die haben es nicht. Die haben es ja irgendwie so Vogel, Meise, Pony, hier, Adler. Da tickt dort sich ein eigenes Nest, das hat sogar eine eigene Straße mit Hausnummer. Hat das ein Vogel? Ich habe dir mal Volker Pispers angehört, ey. Mann. Die Merkel, das ist ja, was der für Ausdrücke für die gebraucht hat, die möchte ich ja gar nicht erwähnen. Möchte ich hier nicht wiedergeben. Könnte ich auch gar nicht. Ich habe so viele Schimpfwörter für die Dame gehört. Angesprochen, Amtrak zum Beispiel, Milzbrand, dass zum Beispiel Saddam Hussein soll in ein amerikanisches Labor eingebrochen sein und dort Milzbrand geklaut haben, Milzbrandviren, Amtrak, glaube ich, heißen die, oder? Es gibt, glaube ich, auch eine Musikgruppe, die heißt so, oder heißt die anders, ist ja auch egal. Kommt
kommt übrigens alles aus dem Labor. Milzbrand, SARS. Dann haben wir die Vogelgrippe ist das. Dann haben wir AIDS, kommt aus dem Labor. Ja. Gibt es auch einen Bericht drüber. Dann wäre ja die letzte Grippe-Epidemie, wo sie, die haben ja wie verrückt, die Bundesregierung hat für Millionen Anti-Gegenmittel, also Gegenmittel gekauft, ein Serum, was angeblich und so weiter für die Grippe-Epidemie, und das sollte dann verteilt werden, dann sollte man eigentlich rein theoretisch dran krepieren. Opa und ein junges Mädchen sind bald draufgegangen und die restliche Bevölkerung, die hat sich gedacht, oh, leck mich doch am Arsch, du. Hier. Ich gehe doch nicht dahin. Bin ich denn? Die haben sich geweigert, sich das Zeug spritzen zu lassen. Ja. Es haben auch viele darauf hingewiesen, dass das Zeug Gift ist, was man dann spritzt kriegt. Das ist sehr rum. Dass das Zeug tödlich ist, weil es Zeug selbst den Virus enthält. Vogelgrippe-Virus. Jetzt kann man gar nichts mehr drin gucken. Ah, doch, es geht. Das ist eine riesige Spedition. Das ist aber keine Spedition, das ist eine Häuserfirma. Die bauen häuslich. Oder eher Dächer? Ich weiß es nicht. Kann man nichts mehr lesen, was auf dem Schild steht. Ich habe so dermaßen altes Schild. Die Leuchtschrift kann man nicht mehr lesen. Ja. Haben die darauf hingewiesen. Nur Wieso zum Beispiel. Nur Wieso.tv, glaube ich, heißt der Kanal. Ich habe mich früher Videofilme reingezogen. Alles, was kostenlos war, habe ich mir angeguckt. Über die Vogelgrippe zum Beispiel, das ganze Tralala. Ja, sollte man sich mal antun. Das ist mal viel schlauer. Und dann sollte man den Fernseher nehmen, naja, nicht den Fernseher, man sollte den Receiver zum Fernseher rauswerfen. Weil was da kommt, ist eigentlich eh nur Müll. So, hier fahren wir mal 80. Das war 60 ausgeschrieben und wir fahren trotzdem hier. 80. Man darf alle. Das ist doch witzig. Ach, leck mich an. Nee, da müsste ich nicht runterfallen. Da müssten wir jetzt eigentlich 60 fahren, aber ich habe keinen Bock auf 60 zu fahren. Also sehe ich keine Radarfalle. Also können wir heizen. Wir fahren schon 82. Vorsicht. Kurze Ausfahrt. Jawohl, Parkplatz. Wieso? So eine schöne lange Einfahrt. Bitte denn. Durchgezogene Linie überfahren. Nein. Gelb. Geld hebt weiß auf. Trotzdem haben sie beim Kartier gerade eben gesehen hat, haben sie die weiße durchgezogene Linie mit zwei gelben X unbrauchbar gemacht. Sonst kommt vielleicht noch der Autofahrer, der gewöhnliche Autofahrer, der vielleicht nicht so oft auf der Autobahn fährt, auf die Idee, über den Gasthof oder über den Gasplatz zu fahren. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Das ist ja kein Hindernis, da muss man ja muss man nicht ausweichen. Es gibt keinen Grund, um an den Rastplatz zu fahren. Schloss Fasanerie. Was für ein Pferd? Okay, wie viele Kilometer haben wir denn noch? 254. 3 Stunden 24 werde ich nicht ganz schaffen. Probier es zwar, aber. Werde ich wahrscheinlich doch mal die Pause reinknüllen müssen.
1,18 plus 3,24. Hoppala. Ja, dann sind wir drüber, Viertelstunde. Ein bisschen weniger als eine Viertelstunde sind wir drüber. 12 Minuten. Ungefähr. Wenn ich dann noch ein bisschen rangiere, sind wir bei einer Viertelstunde. Ja, das macht die Sonne. 4 Stunden 45 Minuten, das kann ich noch verkraften. Sollte man zwar nicht, aber hey. Auf die letzte Viertelstunde noch Parkplatz suchen, dann wird lustig. Brückenerneuerung August 2013. Was? Achso, August 2013. Naja. Die Jacke könnte ich eigentlich auch mal ausziehen. GLX. Auflieger, Zirsch, bzw. Tandem-Anhänger. GLX drauf. Irgendein technisches Gerät. Servus, hier ist eigentlich 80 ausgeschrieben. Kommt halt nicht auf blöde Gedanken. Weil ich fahre ja schon 90, ne? Du weißt ja. Das ist übrigens interessant. Ich war 90. Hier wird jetzt nichts anderes übrig bleiben, als 90 zu fahren. Ich muss jetzt 100 bremsen, weil ich nicht um die Kurve hier so schnell fahren kann. 80, Vorsicht, ist jetzt gleich ein Schlag und der LKW nicht auf der Seite. Oh, es geht eigentlich. Sind wir mal eben mit 80 durchgegangen. Boah, Alter. Mach mich vor, ey. Immer so schöne Dinger kommen. Obwohl, Speyer fehlt mir irgendwie. Also dieses eine Schlagloch vor Speyer, dieses, ein Schlagloch, es ist ja mehr eine Bodenwelle. Aber das war eine schöne Bodenwelle, muss ich sagen. Kurz vom Postzentrum jedes Mal um die Kurve rum, erst rechts, dann links, in dieses Loch rein. Das war wunderbar, fällt mir. Könnten wir gerne öfters machen. Könnten wir öfters so auf der Autobahn einbauen. Kommt so ein Ozean-Feeling auf. So, ahoi! Da denkt man dann immer an Freddy Krüger, Junge, komm nie wieder! Okay, mal etwas sicher. Ja, ich weiß, es fängt ja alles mit der Sing an. Die Achse hinten. Die singt auch gleich, aber woanders, nämlich da drüben in der Leitplanke. Ohne mich. Ich fahre in die Richtung. Dann ist ein LKW hier. Da würde ich lieber in Bagdad Taxi fahren. Das sage ich mal ganz ehrlich. Wenn dann die Amis kommen und meinen, sie müssten mein Auto mit dem Panzer überrollen, sage ich, komm mal auf, Motherfucker. Ist nicht. Das ist mein Auto. Da wird nichts überrollt. Die Amis sind so irgendwie alle wieder. Haben wir so einen alle an der Latte gucken. Oder nichts mehr alle Latten. Die Amis eben. Da beschweren sich die Amis, dass sie nicht von den Leuten gemocht werden. Oh, keiner mag uns. Wenn ich mich wie ein Arschloch aufhöre, muss ich mich nicht beschweren, wenn alle mich für ein Arschloch halten. Das ist doch klar, ne? Wenn ich sage, ihr seid die Achse des Bösen. Wir werden euch bombardieren, stundenlang, jahrelang. Klar, dass ich die Leute dann sagen, die Amis halt hier Vogel. Dann machen wir dann mal ein paar Terroranschläge. Boah, das geht schon. Kann man machen. Und die Amis dann, ihr mögt mich nicht, ihr mögt uns nicht. Ihr hasst uns. Ja, das ist schön. Das sind komische Vögel, die Amis. Da wohnen die in ihrem Land. Riesengroßes Teil übrigens. Ich weiß auch, ich war noch nie drüben, ich will auch gar nicht drüber. Ich bemitleide die Leute, die dann überfahren.
Das müssen richtig arme Schweine sein, die dann rübergehen. Guck mal, da liegt ein Fuchs. Der pennt.